Hallo, grüßt euch. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal zu einem kleinen neuen Video, einem kleinen neuen Angespielt. Und zwar handelt es sich hierbei um Railroad, der Fahrdienstleiter-Simulator. Und ich teste das jetzt mal mit euch. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Schon letztes Jahr rausgekommen, Mitte letzten Jahres. Und der Entwickler, die Jungs von bitrich.info, die haben mich angeschrieben und gesagt, hier, wir würden dir einen Key geben, willst du das mal testen und bei dir auf dem Kanal spielen? Und da habe ich natürlich nicht nein gesagt. Ist speziell, aber hat tatsächlich bei über 500 Bewertungen auf Steam 94% positive Bewertungen bekommen. Und das ist natürlich Wert, der ist herausragend, und wir gucken uns das mal an. Wie man das so kennt, man sieht das hier auch schon, hat man hier seinen Fahrdienstleiterpult, wie auch immer man das nennt, und da kann man dann Weichen stellen, Signale stellen und Fahrstraßen öffnen und schließen, und das gucken wir uns mal an. Man hat hier den Endlos-Modus, da kann man dann sein eigenes Schienenimperium aufbauen, Technologien freischalten, hast du nicht gesehen, und dann hier so Missionen, Fahrplankarten. Sammle Punkte in einem vordefinierten Fahrplan, sei so pünktlich wie möglich. Das Ganze geht dann hier wohl auch auf Zeit, aber wir beginnen mal hier oben mit Prag, das ist wie so ein kleines Tutorial. Ja, das Ganze ist auch noch im Early Access, im Moment Version 1.3.14. Aber dafür, dass es in Early Access ist, ist es eigentlich schon recht weit. Bin mal gespannt, wie das bei euch ankommt, ob ihr da auch Bock drauf habt. Aber ist ja so ein kleines Tüftelspiel nebenbei. Und ich denke schon, dass man da auch gut bei abschalten kann. Und das steht halt auch in den Bewertungen auf Steam, dass es echt entspannend ist. Schauen wir uns mal an. Und ja, wir gehen mal rein. Die Sprachausgabe ist auf Englisch, aber ihr seht ja, wir haben dann auch deutsche Untertitel. Legen wir mal los. Jo, so. Oh, hello. You must be my replacement. I'm Josic. I've been the dispatcher here for over 30 years now, and I'll be training you today. It's good to meet you. This is the dispatch interface. Oh, don't worry. We're not very busy at the moment. We've got plenty of time to practice. Why don't we try moving around our view a bit to start? Ja. Hold the mouse button to move the screen, or if you prefer, you can use the arrow keys. Wie gesagt, wie so ein kleines Tutorial. Und hier seht ihr ja, wir haben ja hier die Fahrstraßen, ne? Hier geht eine Fahrstraße rein. Hold the mouse button to move ja, the screen, ist doch gut, Josic. Alles gut. Und hier könnten wir dann die Weiche stellen, Signale stellen, aber. Great! Now try scrolling the mouse wheel to zoom in and out. Haha, you're a natural. I can tell you're going to be great at this already. Now, how about we get a bit more comfortable with the interface? There are a few different things that we need to learn about. First up, we have the switches. These allow us to direct the train's route and decide which track they'll follow. Try clicking the highlighted switch. Ja, und hier sind halt die Stationen mit dem Bahnsteigen. Aber wir setzen jetzt erstmal hier die Weiche. Zack, nach da oben gesetzt, ne? Now we'll move on to the signals. These signals instruct the train to either proceed or halt, depending on which way they're flipped. Ja, wir kennen das ja eigentlich nur aus clicking the highlighted signal. Wir kennen das ja aus dem Führerstand, ne? Die Signale und die Weichen, und hier haben wir halt diesen, ja, aus dem Stellwerk. Wir sitzen hier quasi vom Monitor. Ist doch gut, Josic. Lass mich doch mal ausreden, bitte. Wonderful. Notice that the signal has turned green. This means that it's set to proceed. Trains will be able to run through it. Let's right-click it to set it back to stop again. Ja, und hier haben wir jetzt die Fahrstraße quasi gesetzt. Die geht natürlich nicht, weil die Weiche hier nicht gestellt ist. So, mit Rechtsklick. Great job. Einmal wieder auf Rot. You'll be responsible for routing trains to specific locations. So we should get familiar with some of the routes you'll be using. Let's start by making a route from Davidsa, Platform 2, to Bubny, Platform 2. We'll start by setting the switches so that the train can safely pass them. Remember, if a switch isn't set correctly, you'll be given a penalty. Oha. So, einmal die Weiche hier. So that the train einmal hier. Now that the switches are set, you can flip the signal. Genau, Signal kann er rausfahren. Excellent. Now that the route is set, a train could run through and reach its destination. We'll try setting another route in a second, but first we need to close the current route. Flip the signal to halt. This will make the track available for other trains again.
Normally, a train would automatically reset the signal when it passes by, but for now, we can do it manually. Let's right-click it to set it back to stop. Great job! Looks like you know what you're doing. Let's see if you can create a route on your own. Try making a route from Bubny Platform 2 to Dox Platform 1. And remember, switches first, then signals. So, einmal hier hoch. Ja, und dann grün. Wonderful! Let's clear this route and get started with some actual trains. Let's right-click it to set it back to stop again. Great job! Well, you've certainly got the hang of that. The trains will start coming soon. I'm off to get a coffee, and then we'll start for real. Kaffee ist immer gut. Oh, I love a good coffee. Ja, guter Kaffee. I get cold often in my old age. Oh, what's that? Sounds like we've got a train approaching. The first train. Better get back to work. Look, one of the stations is flashing on our screen. Davidze. That means there's a train waiting to arrive. We better wave them through. Looks like train commuter 1011 is waiting to arrive. Take a look at our central panel down below. According to its schedule, it's looking to arrive at platform 2. Go ahead, better accept it onto platform 2 by clicking the flashing yellow button. We definitely don't want to keep them waiting. Right, here it comes. Sometimes these trains take so long to arrive, I take a nap whilst I wait for them. Well, feel free to pass the time any way you like. No use sitting here doing nothing. Okay, Regionalbahn 1011. Kann ich auch vorspulen, das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Okay, dann haben wir hier. Okay. Angekommen. You see that switch down the line? We better change its route, or else we'll be sending them straight into a dead end. Good work. Now we've got to signal to the train that it's safe to move. See the signal in front of the train? Great. That'll let the train know that it's safe to set off. Once it's passed it, the signal will go back to causing trains to halt. We'll just wait for the train to depart now. It shouldn't be long. Oh, look! The train just started moving. Its scheduled departure time must have passed already. Now we wait for the train to arrive in Bubny. As I said, feel free to take a quick power nap. I know I will. Ja, gute Nacht. Ja, wie gesagt, normal würde man jetzt wahrscheinlich vorspulen, das machen wir jetzt hier im Tutorial aber nicht. Mal die Zeit nutzen, um ein bisschen selber zu quatschen. Hier unten sehen wir halt auch, wann der kommt um 8.03 Uhr an und fährt um 8.04 Uhr los. Soll hier um 8.07 Uhr ankommen und fährt um 8.08 Uhr wieder los, um hier um 8.11 Uhr wieder anzukommen. Genau, jetzt ist es auf Rot. Das heißt, hier der Abschnitt ist besetzt und der hier ist frei. Und wenn man dann irgendwann natürlich hier ganz viele Gleise liegen hat, dann wird ganz viel grün und rot sein. Ah, look, the tracks turned red. That means that it's occupied. Genau. Hier sieht man auch noch die Geschwindigkeit. 40 von 100. Ja, ein bisschen Vorsprung können wir ja schon. Das dauert ja eine halbe Ewigkeit. Ist halt Echtzeit, ne? Ja, was soll das darstellen? Mäuse, die aus dem Zug rennen, oder wie? Auch mit Licht hier, also ist schon cool gemacht. Ist mal was anderes. Das wird dann natürlich echt komplex irgendwann, ne? So. Angekommen. Time to teach you about reversing. Sometimes we'll need to send the train back the way it came. That's where the reverse button comes in. Oh, I nearly forgot. Make sure you flip the switch down the line, too. The train is waiting to go to platform 1, not platform 2. Now we can signal for the train to proceed. Das sehen wir halt hier, Send ne? The signal to proceed. Ist doch gut, Mensch. We'll just wait for the train to depart now. Oh, look! The train just started moving. Its scheduled departure time must have passed already. Ja, gut, well, let's hope it's not late. You won't believe how many late trains I've had over the years. Oh, they just give me a small fine, but nothing I can't handle. Ach, ich bin schuld, wenn der Zug zu spät kommt. Aha. Okay. Ja, hier in Klammern sieht man halt immer den Bahnsteig, ne?
haben wir hier? Okay, der pendelt jetzt quasi immer hier hin und her. Mal vorspulen. 5 ist, denke ich, okay. Na, 25 wäre zu schnell. Aber fünffache Geschwindigkeit, denke ich, ist ganz okay. Irgendwie echt funny gemacht. Ich wollte ja tatsächlich, machen wir nochmal kurz, ich wollte ja tatsächlich echt mal Fahrdienstleiter werden, ne? Ich habe ja umgeschult vor ein paar Jahren und da stand halt vieles im Raum und da dachte ich, ja, Fahrdienstleiter wäre auch nicht schlecht. Aber ja, ist dann nichts geworden. Ich bin auch nicht böse drum, weil man hat halt echt unfassbar viel Verantwortung und ich bin eher so der Typ, der ja jetzt sich nicht unterbuttert oder irgendwie unter den Scheffel stellt, aber ja, so eine mega Verantwortung. Ich meine, war das nicht in Bayern, wo der da auch irgendwie im Stellwerk irgendwie die Signale falsch gestellt hat und der sich dann im Nachhinein sogar selbst umgebracht hat, weil er damit nicht klar kam, dass er da Menschenleben auf dem Gewissen hatte? Das war doch in Bayern vor ein paar Jahren. Bin mir gar nicht mehr sicher, wo das war. Da war eine eingleisige Strecke und er hat einfach 2 Züge auf die Strecke geschickt. Ja, hat man schon eine Menge Verantwortung. Nicht nur was Menschenleben angeht, sondern auch was Materialwert angeht. Und auch Geld. Eine Weiche falsch gestellt, Züge blockieren sich, müssen ja noch nicht mal kollidieren, aber die stecken dann da fest, müssen zurückrangieren und das ist ja alles Zeit ist Geld. Ne? Also klar gibt es da auch Sicherungsmaßnahmen, dass sowas nicht so oft passiert oder nicht so leicht, aber ist schon nicht so ein einfacher Job. Fantastic job. You know, I think you're ready to wear one of these now. Your very own pocket watch. Oh. You can pin it to your uniform. I got this when I first started as a conductor a long, long time ago. Try it on. Wow, that really suits you, huh? Reminds me of myself when I was young. Ich jetzt einen Orden bekommen. So, und nu? Mal einmal wenden. Well, I think it's time to see how well I've taught you. I'm going to let you try dispatching 4 trains on your own now. And you've got to make sure that they're all on time. Don't worry, I'm sure you'll be great. Check the timetable to see the incoming trains. Okay, da kommt 8.15 Uhr an Tijewice Gleis 2. If you want to set the signal to halt, use right click. Das ist ja die RB 1021. Die kommt hier. Durchfahrt. Was habe ich doch hier angenommen? Komisch. Hier ist aber nichts. Vertrag. Kommt das ist ja unsere hier. Der ist schon durch. 8.07 Uhr ist auch schon durch. Durchfahrt an den Docks. Docks. Eine Minute vorher angenommen werden. Docks. Here's the first train. Make sure to keep an eye on its schedule to see where it's headed and when it's leaving. You wouldn't want it to be late. 2. So, wenn der hier raus ist, können wir hier auf grün stellen. Ach, das rote zeigt an, wo wir gerade, welche Uhrzeit wir haben. Okay, jetzt kommt der. Okay. So, der fährt da raus.
Und dann kann ich ihn auf grün stellen. Und die Weiche. Genau. Zack. Und dann kann der da raus. Uhr. Remember, the trains don't reverse automatically. You'll have to instruct it to yourself. You'll be able to automate this later, though. Ah, okay, man kann das später automatisieren. Das wäre ja auch übel, ne? Wenn immer die Züge irgendwie selber wenden müssten. Der hat aber rot. Genau, und der kann raus. Der fährt hier. Der fährt den Buben hier aber auch auf Gleis 2. Wie besetzt der Gleisabschnitt? Ist doch gar nicht besetzt. Doch, aber wie kriege ich den da raus? Das ist ja blöd. Ah, Mist. Ach, den hätte ich noch gar nicht fahren lassen dürfen, weil der muss hier auf Gleis 2. Ich hätte den fahren lassen müssen. Auf Gleis. Der fährt ja zurück auf Gleis 1. Was passiert denn jetzt? Der bleibt jetzt da stehen. Ui. Kollidiert. Fantastic job. You know, I think you're ready to wear one of these now. Well, I think it's time to see how well I've taught you. I'm going to let you try dispatching 4 trains on your own now. And you've got to make sure that the... Here's the first train. Make sure to keep an eye on its schedule to see where it's headed and when it's leaving. We wouldn't want it to be late. Okay, jetzt haben wir nur noch den. Komisch, dass der andere eben noch... Der ist ja gerade da rausgefahren. Der ist eben nicht da rausgefahren, der ist wieder zurückgefahren. Deswegen hat das auch gerade nicht funktioniert. Das konnte ja gar nicht funktionieren. Kann man das hier einfach mal auf grün stellen? Spulen wir mal vor. Genau, und dann sieht man ja. Genau. Das konnte ja gerade gar nicht funktionieren. Der hätte ja gar nicht pünktlich abfahren können. Wenn er hätte warten müssen, dass der hier reinfährt, dann hätte er voll viel Verspätung gehabt. Was haben wir eigentlich hier? Geld. Oh. Systemverbesserung und ein Zyklusbericht. Einmal wenden und grün. Und dann geht's wieder zurück. Aha. Hier kommt erstmal nichts. Hier kommt gleich der Güterzug. Der fährt dann durch. Ups, Moment. Wenden. Nice work. I knew you were a natural. That's the first one finished. Now on to the rest. Ach Mist. Ja. Jetzt hab ich den wieder rausfahren lassen. Another incoming train? Make sure you handle it on time and don't be in a hurry. Non-delayed trains are the essence. Every minute counts. Okay, der will dann da hoch zu den Docks. Accept the train onto the platform. Genau, der oh, looks like the train's heading for the docks. We could take the Bubny route, but that takes a while. Why don't we build a shortcut? Jo, see that highlighted button? Gute That's Idee. The construction menu. Go ahead and click it. Great. Now click the highlighted cell on our map. That will place the start of our new track. Perfect. Now we can place the rest. Click the new highlighted cell. This is where... Excellent job. That'll make the trip to the docks much quicker. Close the construction menu by clicking the path. Perfect. Now you can use that route for the next train. Cool. I'm going to step out and stretch my legs a bit. Don't worry. I'll be back when you're done dispatching all of the trains. Good luck. Jetzt kann der da Remember, hochfahren. The trains don't reverse automatically. You'll have to instruct it to yourself. Ja, ja, ja. You'll be able to automate this later, though. Warte mal, können wir den jetzt hier nicht? Ne, der kann da nicht rausfahren. Lass mal den Güterzug durchlassen. So, jetzt kann der wenden. Weiche stellen, Weiche stellen. Und go. Dann kann der zurückfahren. Genau, der fährt jetzt da oben nämlich automatisch raus. So, dann ist er weg. So, der nächste kommt dann hier an. Docks kriegt auch gleich einen. Und Bubni. Ne, die kommen alle hier an. Als nächstes kommt dann die 10:31.
der fährt auch raus. So, jetzt kommt der nächste, wie ihr unten seht. Gleis 2, jupp. Und der möchte Bubni Gleis 2. Hier ist alles richtig gestellt. Können wir grün machen. Fährt um 36 ab. Zack. Eigentlich recht simpel. Mir das irgendwie viel, viel komplizierter vorgestellt. Gut, wir haben jetzt hier drei Bahnhöfe. Das ist natürlich Pillepalle. So, er kann einmal wenden. Der muss nämlich zurück auf Gleis 1. So. Zack. Und dann geht's zurück. Und dann kommt hier gleich der nächste Güterzug. Und dann kommt die 1041. Genau. Und tschüss. Güterzug auf Gleis 2. Der möchte zu Docks Gleis 1. Da müssen wir hier die Weichen stellen. Und dann kann er los. Aber was hat das hier mit Vertrag zu tun? Ach, wir kriegen Geld dafür. Ah. Okay. Oh, I really needed that stretch. Sitting for a long time does not agree with me. You did fantastically on the trains. Danke, excellent danke. Job. Danke. Now we've got the hang of things. We don't want to get bored, do we? I think it's time to ramp up the traffic a bit. Ja, ist klar. And we can do that by accepting some contracts. Perhaps one from Dvice to Bubny and back. Just to keep things simple. I'll let you know when we're ready. But for now, you should keep an eye on the timetable downright. Try to see when our current trains are arriving and departing. That way you'll be better prepared to take on new contracts. Okay, bis 9.02 Uhr sollen wir jetzt hier abfertigen. Vertrag angenommen. Ja, das ist der nächste hier, die 1041, genau. Achso, Gleis 2. Und dann möchte Bubni auch Gleis 2. Zack. Einmal drehen. Und der muss dann auf Gleis 1. Zack. Now it's a perfect time, and it looks like you've been offered a new contract. Isn't that a lucky coincidence? Let's open up our contracts panel and... Oh, this looks good. Back in my day, we didn't earn half this much. We should accept it. It's not too difficult, and it'll make good practice. Oh, this looks good. Back in my day, we didn't earn half this much. Good work. Now that you've accepted it, it's time for the trial train. This train will determine how fast your route is and how much you'll be paid for it. So make it count. Okay, der fährt jetzt da rein. Ja, der hält hier beliebig an. Wir haben hier aber nur ein Gleis. Wir könnten ja eigentlich hier... Das geht gar nicht. Das haben wir nicht freigeschaltet. Scheint mir. Doch. Doch, das geht. Jetzt haben wir hier. Müssen wir aber noch Signale bauen. Manuelles Signal. Okay, das geht gar nicht. Nee, das ist falsch rum. So rum. Genau. Dann bauen wir ihm mal die Fahrstraße. So. Und dann kann der da reinfahren. Hoffe ich.
Ein Güterzug. Okay, der hält hier an. Anscheinend haben wir hier den Bahnsteig noch nicht. Wartet mal kurz, machen wir kurz Pause. Kann ich hier? Ne, Gleis. Tunnel, Signal. Ich kann gar keinen Bahnhof bauen. Das sind ja nur Anschlüsse. Gibt es da noch verschiedene Geschwindigkeiten? Ah, hier. Bahnsteigszuweiser. Ne, ich glaube, wir können. Ne, das geht nicht. Ja. Er möchte zu den Docks. Das kriegen wir doch hin. Müssen wir ihn wenden. So, du wendest bitte einmal und fährst wieder zurück. So, falsch gestellte Weiche. Ja, wo fährt er jetzt hin? In den Bahnhof. Einmal wenden. Und zack. Kommt der nächste. Das läuft jetzt ab. Verdammt, ja. Ah ne, das heißt, der fährt jetzt ab. Es läuft nicht ab. So, der will Bubny Gleis 2. Ja, das ist leider belegt. Der hat rot. Das ist vollkommen okay. Fährt da rein. Dann wenden wir ihn. Und der kann wieder hier unten rein. Genau. Und dann kann er raus. Meine Güte, das ist aber. Da muss man echt schon auf Zack sein. So. Du, Bubny Gleis 2. Go. Phew, that was quick. Don't worry if you're not happy with the contract. You can always reject it or optimize the route later on. Go ahead and either accept or decline the new contract. Ja. Go ahead and either... Wonderful! That train will be running every 60 minutes from now on, so be sure to watch out for it. Okay, das kommt jetzt also alle 60 Minuten kommt das wieder. Now that we're so busy, we don't want to be having to manually accept all those trains, do we? How about we automate the process to make our life a little easier? Yeah. We should start by automatically accepting trains onto the platforms. We'll need to unlock the Auto Accept Trains upgrade to do that. Go ahead. Perfect. Okay. There are lots of upgrades here for the future. But for now, we're looking for the Auto Accept Trains upgrade. There are four different types of upgrades. Contract, Automation, Control, and Interface Upgrades. Ah, okay. Was hier Open up the Automation Upgrades page. Uh-huh. Aber wir müssen jetzt erstmal Automatisierung. Select the Auto Accept Trains Upgrade. Great. Here's the one we're looking for. The upgrades take 5 upgrade points to unlock. We'll earn 1 upgrade point each time we dispatch a train on time, so better make sure we don't run late. Ah. Click the upgrade button to unlock it. Okay, wir kriegen hier so Punkte hier oben. Wenn ein Zug pünktlich ist. Click the upgrade button to unlock it. Und wenn er nicht pünktlich ist. Nice work. That's our first upgrade. Hopefully there's many more to come. Now, let's take a look at how it works. Let's open up a station panel and see what the upgrade gave us. Okay. Look at that. A button's been added. Turning this on will let us automatically accept trains arriving at this station. Ah, looks like you turned it off. I think we should keep it enabled for now. It'll... Perfect. This button will be available in every one of our stations. Remember, it's activated by default, so feel free to uncheck it when you need to. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal
Viel, viel besser. Das könnten wir doch hier eigentlich auch machen, ne? Das ist hier an. Okay, der muss einmal wenden. Der muss nämlich zurück zu Gleisen Numero Uno. Aber erst, wenn der Güterzug hier durch ist, können wir hier auf grün stellen. Seht ihr, jetzt haben wir hier ein so ein Pünktchen bekommen. Betriebsumsatz. Aha. Verspätung. Er will Bubni Gleis 2. Das kriegen wir hin. So. Das ist auf jeden Fall viel besser, wenn das automatisch geht. Ah, the church bells. They remind me of my time at Wakefield. That was a long, long time ago now. If I close my eyes, I can still hear the sound of the cathedral tolling. It always used to wake me up. You know, I've been working on a project for a while now. I've been to a lot of places in my time. Oh yes, more than I can count. But I don't want to forget any of them. So I've been making them into maps. Little games to play. And I've just finished recreating Wakefield. Would you like to play it? It shouldn't take long. It's only a short one. I'd love to show it to you. I've even included the old cathedral bells. Okay. Möchtest du den Fahrplanmodus ausprobieren? Beachte, dass du diese Endloskarte verlassen wirst, aber der Fortschritt wird für dich gespeichert, sodass du ihn jederzeit laden kannst. Ich würde erstmal sagen, nein. Oh, that's all right. If you change your mind, you can always access okay. it through the main menu. Habe ich mir schon gedacht. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier noch kurz weiter. Weil das ist ja quasi hier so eine Endloskarte. Und dann gibt es ja noch, der muss zurück auf Gleis 1. Dann gibt es ja noch den Modus, diesen Fahrplanmodus. Den gucken wir uns dann definitiv in der nächsten Folge an. So, den haben wir abgeschlossen. Dann haben wir hier drei neue Aufträge. Nach Intercity. Okay, der will nach Wilson. Ah, okay. Die können wir noch gar nicht annehmen. Aber den hier können wir annehmen. Nahverkehrszug. Ich habe doch automatisch annehmen gemacht. Gleis 1. Und der will dann nach Bubni beliebig. Oh, Güterzug. Der will zu den Docks. Ja, Güterzüge müssen natürlich erstmal warten. Das ist ganz logisch. Die Weiche können wir schon mal stellen. Wir hier, der hier drüber ist, können wir die auch stellen. Die hier müssen wir stellen. Die da. So, und dann kann er los. Zack. Ihn einmal wenden. Ich denke mal, dass es dieses Feature dann auch irgendwie gibt. Zurückfahren. Schön. I wonder who that could be. I better check. Yes? Is that so? Oh, certainly. I'll be there right away. Well, I'm sorry to say that I'll be leaving you for now. Oh, don't worry, I'll be back. Turns out that the bosses need me elsewhere. Something about developer resources and the next patch. I'll be as quick as I can. There is so much to do, but you need to take a look on your own. Remember everything that I've taught you, and above all, have fun. Okay, nun liegt es an dir. Lasse dein Eisenbahnimperium von Grund auf wachsen. Baue den Bahnverkehr durch das Abschließen von Verträgen aus. Keine Angst, für einen einfachen Start haben wir dir bereits einige Verträge vorbereitet. Diese Verträge sorgen für ein Zugaufkommen. Akzeptiere sie mit Bedacht und gestalte dir deinen eigenen Verkehr. Wenn du willst, kannst du neue Bahnsteige kaufen und ein Streckennetz, um neue Bahnhöfe und Verträge zu erweitern. Lehne Verträge ab, die du nicht abschließen möchtest. Das ist ein Teil des Spiels. Okay. Okay. Dann haben wir hier noch mehr Tipps.
Okay, das Rote sind Intercity- und Güteraufträge. Ah ja. Jetzt wollte ich noch mal kurz gucken. Baue Bahnsteige. Aber das geht doch gar nicht. Manuelles Signal. So, das haben wir jetzt wieder weggenommen. Aber wie kann ich denn Bahnsteige hier bauen? Oder muss ich das auch erst upgraden? Steuerung. Autoblock, Bahnhofslimit erhöhen. Zugannahme. Steuerung. Bauelemente, Tunnel. Kaufen. Ah. Okay, die Bahnsteige kann man kaufen. Ja, dann können wir hier, ja, das ist ja eigentlich für den Beginn. Ich würde sagen, wir bleiben hier erstmal auf dieser Map, bevor wir uns dann den Fahrplanmodus angucken. Also, Ersteindruck ist, das macht echt Laune. Da muss ich euch schon ganz ehrlich sagen. Den lassen wir hier nochmal abfahren nach Bubny. Und ja, ich würde sagen, wir speichern das Ganze mal. Wo geht denn das? Hier, genau, speichern. Neuer Spielstand. Laden, genau. Und hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst gern unten eure Meinung in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr das Spiel ja auch schon selbst gespielt. Also, das kann schon, glaube ich, echt Laune machen, wenn wir hier alles voll haben. Von hier so ein Zug. Einmal durch. Ich glaube, das könnte lustig sein. Und dann aber auch irgendwann ziemlich fordernd. Ja. Also, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da. Und schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.